So, und willkommen zu One Piece Pirate Warriors 2 mit euren Gigatobi. Und wir haben jetzt letztes Kapitel. Jawohl, wir haben ja soweit hier eigentlich das geschafft. Whitebeard hat dennoch noch überlebt. Das haben wir jetzt noch geschafft. Denn weil wenn er jetzt gestorben ist, so wie es eigentlich so normal der Fall wäre, wäre jetzt das hier gekommen. Ihr wisst ja. Und jetzt kommt dieser gewaltige Levelunterschied mit 45. Und wir haben jetzt auch zwei Charaktere freigeschaltet bekommen, Whitebeard und Love. Und ja, der ist einfach zu geil, dieser Typ. Also mal ehrlich. Allein schon wieder Death auf seine einzelnen Fingern stehen hat, also D-E-A-T-H. Das ist schon richtig cool. Der hat echt Style, dieser Typ. Ich mag den irgendwie auch, der ist richtig derbe. Und dann haben wir eben halt noch Whitebeard mit dabei. Und wir werden auf jeden Fall mit ihnen spielen, weil er einfach hammerhart ist. Die lache auch noch, ey. Ach, der hat's auch richtig drauf. Niemand geht zurück. Ja, auch eine coole Fähigkeit von ihnen. Und eigentlich werden wir diesen Typen mal spielen. Letztes Kapitel, Episode 1. Zerschlagene Gerechtigkeit. ティーチが放つ闇とが融合し黒ひげ連合のティーチ、モリア、エネル、そして赤犬とキザルが率いる海兵たちをも飲み込んで消し去ってしまう。しかし数日を経た頃、彼らは再びその姿を現した。ティーチら黒ひげ連合の者たちと赤犬、キザルらが率いる海軍の海兵たちは凶暴性をむき出しにして各地を無差別に攻撃し始め、 世の人々を恐怖と絶望に陥れる。白ひげ海賊団は自分たちの領海だけでも守ろうと奮闘を続け、ガープやスモーカーも残った海兵をかき集めて治安を守るため各地を奔走する。麦わらの一味やローも敵を追って戦い続けたが、次々と現れる新手の敵勢は全く衰える気配を見せず、情勢は悪化するばかりだった。 倒しても倒してもキリがねえ。黒ひげはどこ行ったんだ。あいつさえぶっ倒せば。いや、そう簡単にはいかねえだろ。前の戦闘で黒ひげはコントロールダイヤルを失っている。今の状況を黒ひげだけで制御できているとは思えねえ。一番の問題は敵の兵力が一向に減らねえことだ。そのことだが、どうも敵は 今も兵力を増やし続けているらしい。なんだと。だがマットダイヤルは前の戦闘で全て破裂したはずじゃねえのか。もしマットダイヤルを新たに調達してるとすれば説明はつく。なるほどな。だがどこから調達してるんだ。ダイヤルだから空島じゃねえか。ああ、 それが一番自然な考え方だな。マットダイヤルの供給さえ止められれば敵の兵力を減らしていける。行ってみようじゃねえか。Okay. So, jetzt geht's mal richtig los. Erreiche den Zielort. Unterstütze Marco, Ace und Garp. So, machen wir unsere Kampfvorbereitung mit Love. Und der ist richtig. Oh, die feiere ich sowas von übelst. Der ist richtig stark bei One Piece. Und er selber vor, das One Piece zu finden und Piratenkönig zu werden. Das hat er auch selber so geschworen. Also wenn das kein Problem, also wenn das ein Problem werden soll, also oh Mann, weil der auch schon echt ziemlich stark ist. Okay. Stärke. Wir haben ja so viel jetzt hier gefunden. Auch Loves Zeichen finde ich auch richtig cool. Also ich finde dieses Piratenlogo jetzt neben dem Strohhutlogo eigentlich auch sehr sehr cool, aber das mit dem Loves Zeichen, ne, das sieht einfach Hammer aus, oder? Also sieht eigentlich voll cool aus mit diesem Smiley.
bockt schon. So, dann nehmen wir jetzt auch noch hier Schutz. Ah ja. Oh, das ist 27. 29. Achso, ja. Okay. Lockport, warte mal, hä? Ah, verstehe, ja, okay. Ist ja eine Verbindung zwischen denen. Lockport, stimmt ja. Kombo-Verbesserung, das ist nice. Was hat ihn nochmal gehabt? Werden einfacher gelähmt, ja, das ist gut. Das ist auch sehr nice. Nee, warte mal. Ich meine. Wo kann man denn schneller was einnehmen? Da. Okay. Vierecke da. Okay. Fähigkeit haben wir ja. Nami, jetzt können wir hier auch noch die alle anderen hier haben. Wo ist eigentlich Whitebeard? Da. Wollen wir den mal als Partner nehmen? Einfach mal so. Whitebeard würde ja auch nicht schaden. Okay, Leute, dann legen wir mal los. Genug getrödelt. Los geht's. Himmelsinseln. So, jetzt spielen wir mit unserem coolen Charakter. Ja, gehofft, dass man ihn spielen könnte. Weil er einfach hammerhart ist, seht ihr das? Er kann die ganzen Gegner verlangsamen. Oder bei denen irgendwie was herzaubern, so diese Explosionskugeln. Und dann fliegen die einfach in die Luft. Also die haben sich selber nicht unter Kontrolle, wenn die jetzt gegen Love an... Ja, also kämpfen. Und der ist auch schon ein ziemlich krasser Schwertkämpfer. Ich glaube, er kann bestimmt auch gegen Verengung ankommen. Laut seiner Stärke ist es irgendwie unglaublich. Ich hätte früher nicht gedacht, dass er ziemlich stark sein könnte. Aber er macht auf jeden Fall schon einen richtig coolen Eindruck. Was mich wundert, ist, dass er ein Techniker ist. Aber okay, das wird uns jetzt nicht weiter stören. Nimm das! Boom! Wie das einfach so herzaubert und die können nichts dagegen tun und sterben dann. Und der ist auch richtig schnell. Schambert. Ihr habt keine Chance. So, Marco. Der macht sich ja schon auf den Weg. Der ist auch richtig cool, Marco, eigentlich. Den habe ich ja auch gespielt gehabt. Der hat ja seine nice Phönixfrucht. Er kann wie ein lohnender. Lohnender Phönix die Gegner verbrennen. Blaue Flammen. So. So abgefahren, ne? So ein langes Schwert. Da sieht selbst Mihawk dumm aus der Wäsche. Der denkt auch schon so: Was ist das für ein übel langes Schwert? Ich glaube, bei denen würde man sich schon echt die Zähne ausbeißen. Ich glaube, der wird auch bestimmt einer der krassesten letzten Gegner bei One Piece. Also Love. Also wir können schon echt noch froh sein, dass er jetzt unser Verbündeter ist. Dieser Typ mit seinen nice Zaubersachen hier. Der kann sogar auch die Gegner rumschleudern, rumbewegen. Also er kann die Gegner richtig beeinflussen irgendwie. So, die anderen haben jetzt soweit geholfen. Also, Marco war das jetzt, oder? Was ist es gar nicht. Okay, jetzt sind ja noch die anderen beiden, die wir noch unterstützen müssen. Ach ja, Ace und Gab. Und da ist auch noch Ivankov. Dieser ganz schräge. Ah.
sind ja schon auf jeden Fall abgefahrene Gestalten bei One Piece. Wie das macht, ey. Geil, dieser Typ. So. Himmelsinsel, Kommandanten. Gibt's ja viel zu viele davon hier. Einfach geil. So, jetzt setzen wir mal die Spezialfähigkeit ein. Alle, die sich im Feld befinden, sind des Todes. Ich will mal seine heftige... Niemand geht zurück. Episch, oder? Wieder die einfach alle mit einem Streich erledigt. Hat irgendwie schon Ähnlichkeit mit Mihawk. Gut, er ist jetzt an seinen Zielpunkt angelangt. Jetzt gehen wir zum nächsten, wo Garp sein könnte. Ja, da ist er. Er beschäftigt sich noch mit diesen Himmelsinsel-Kommandanten. So, jetzt wollen wir nochmal einen Modus erleben. Ist so geil, wie die alle jetzt so lahmgelegt sind. Er beherrscht so sehen auch das. Also Haki. Ist ja. Wieso nice, dieser Typ. So, wenn wir jetzt auch noch wollen. Takt. Kommt Whitebeard. Mit seiner heftigen Hyperfähigkeit. Zeit und Raum. Löscht er halt aus. Und selbst seine Erdbebenfähigkeiten sind einfach unglaublich. Beeinflusst er so gesehen das ganze Areal. So. Mögen die Tore mal bitte öffnen, damit wir weiterkommen. Ah, da unter. Oder? Wow, nice. Voll am Durchdrehen. Ach ja, jetzt unter dieser Kontrolle. Schalten wir ihn mal aus, diesen wahnsinnigen Donnergott. Hahaha, ich drehe jetzt durch. Ich bin jetzt auch unter diesem Einfluss von diesem Kontrolldial. Besiege Kizaru und Enel. Da ist dieser Enel. Mach mir dich mal platt, mein Freund. Das ist was mit dir. Dieser Klinge werde ich dich hinrichten. Die ganzen coolen Fähigkeiten. Skapell. Allein schon, dass er so groß werden kann hier. Ah, jetzt reicht's zu mir. Jetzt reicht's mir aber. Ah. Nimm das, Enel. Aber in seiner Donnergottgestalt sieht er irgendwie schon richtig hammerhart aus. Sein wir Moria eigentlich auch, wenn Moria zum Beispiel auch so ganz schön groß wird und so. Wenn sie sich so Art verwandeln, sehen die irgendwie schon hammerhart aus. So. Da hinten ist jetzt Kizaru. Ist auch recht schnell eigentlich, ne? Love. Yeah. Ich bin schnell.
Boah, der hat nur darauf gewartet jetzt, ne? Das war doch voll typisch. Der hat doch nur gewartet da jetzt mal. Schlaue KI. Yeah. Pass mal auf. Richtig cool, alles voll so Matrix. Er beeinflusst das so gesehen jetzt alles. Das wird interessant. Zeit und Raum ist meine Welt. Kann er nichts dagegen tun. Müssen wir die jetzt nochmal besiegen, oder? せいぜいお気をつけなすって。わしの光で雷の力を増幅させてるんだ。雷と光の共演だ。とくと味わっていけ。面白いものを見せてやれ。どういうのはどうだい? Das ist jetzt nochmal Kizaru. So. Wir können auch schon ganz schön wütend werden. Hier, nimm das. Boom. Der Chirurg des Todes. Wird er auch genannt. Okay. Richtig nice. Dass er alles so beeinflussen kann. Jetzt muss er wieder abhauen wie eine kleine Pussy. Bam! Denken jetzt so, was ist jetzt passiert? Der Typ, der Zeit und Raum beherrschen tut. Ach, die wahre Form von Kizaru. Oh, lol. Ja. Komm her, du. Okay, er scheint wohl doch schon stärker zu sein. Das ist jetzt wirklich der wahre, oder? So. Wird auch mal an der Zeit. Weil der Typ mit seiner Funkelfrucht ist schon recht nervig. Oh, Doppelgänger. Okay. Hä? Was ist da unten? Jetzt gehen die da alle runter zur Basis. Kannst du die aufschmecken, Kizaru, ne? Hä? Achso. Doppelgänger. So. Jetzt ist Schluss hier.
Seid des Todes. Ganze Whitebeard Allianz. So, da oben ist der Anführer. Wer ist eigentlich da hinten? Der eine da. Achso, ja, Kizaru, ne? Ha! Mal wieder ein Doppelgänger bestimmt. So. Oh ja, das ist er auf jeden Fall. Yeah.